Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Heute machen wir ein ganz wunderbares Curry mit Kürbis und Linsen. Ihr dürft also gespannt sein. Das Ganze ist wirklich fantastisch, aromatisch und perfekt für diese Jahreszeit. Ich wünsche viel Spaß bei dem Video. Das sind die Zutaten für unser Curry. Ich habe hier einmal unseren Kürbis und das ist ein Butternut-Kürbis oder auch Butternuss genannt. Dann, ihr könnt auch einen Hokkaido nehmen zum Beispiel. Dann habe ich rote Linsen, 200 Gramm, eine Dose Kokosmilch, das sind 400 Milliliter. Wenn ihr Kokos nicht so möchtet, ist kein Problem, dann ersetzt das einfach durch Gemüsebrühe. Ich nehme hier in dem Fall beides. Hier von Gemüsebrühe nehme ich etwa 200 Gramm, 200 bis 300. Dann habe ich eine Handvoll grüne Bohnen, die habe ich schon mal gewaschen, geputzt und in etwa 2-3 cm große Stücke geschnitten. Eine Zwiebel, ein wenig Ingwer. Zwei Knoblauchzehen, frischen Koriander, ich nehme eine Handvoll. Ich liebe Koriander, wer es nicht mag, lässt es einfach raus. Eine Limette, zwei Tomaten, ein Esslöffel Tomatenmark oder Tomatenkonzentrat. Dann habe ich hier an Gewürzen einen guten Teelöffel Kurkuma, einen Teelöffel Koriander, etwa ein halber Teelöffel, ein Teelöffel Kreuzkümmel, etwa ein halber Teelöffel Koriander. Etwa 2 bis 3 cm Zimtstange, dann habe ich 5 Kardamomkapseln und 5 Nelken. Dann brauchen wir noch Salz, Pfeffer, Reis. Ich nehme in dem Fall einen Jasminreis von der Firma Reishunger. Basmati passt natürlich auch wunderbar dazu. Und zum Aufgießen, wie ich schon erwähnt, noch ein bisschen Gemüsebrühe. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Pflanzenöl zum Anbraten und das war's schon. So, mit dem Reis fange ich mal an. Ich nehme hier, wie gesagt, Jasminreis. Ein so ein Messbecher reicht im Prinzip für 2 Personen als Beilage. So, ich habe jetzt hier 3 Becher. Als erstes wasche ich meinen Reis gut mit kaltem Wasser. Ja, ich mache das meist so 2-3 Mal, bis das Wasser relativ klar ist. Und dann müssen wir es wieder gut abgießen, das ist auch wichtig. Wenn der Reis gewaschen ist, gut abgetropft ist, dann geht er hier in meinen Reiskocher. So, und darauf gebe ich jetzt die 1,5-fache Menge an Wasser, also 4,5 dieser Becher. So, und dann könnt ihr ein bisschen Salz noch dazugeben, so ein Viertel Teelöffel. Wenn ihr den Reis im Topf macht, dann vom Prinzip her genau das gleiche. Reis waschen, Reis abtropfen lassen, reingeben, 1,5-fache Menge Wasser drauf, Salz drauf, Deckel drauf. Einmal aufkochen, vorsichtig aufkochen, weil er brennt dann gelegentlich mal an und dann die Hitze auf kleinste Stufe runterdrehen und wirklich nur noch ziehen lassen mit Deckel, bis der Reis die Flüssigkeit komplett aufgenommen hat. Zwischendrin auch bitte nicht drin rumrühren, sondern einfach wirklich ziehen lassen. So, ich mache mir das Leben jetzt ein bisschen einfacher und nutze meinen Reiskocher, stelle ihn auf feinen weißen Reis, drücke Start und den Rest macht das Gerät für mich und ich weiß, er wird immer perfekt rauskommen. So, jetzt bereite ich mir erstmal meinen Kürbis vor. Dafür schneide ich in der Tür so eine Birnenform. Da schneide ich einmal durch. Hier schneide ich mir den Deckel runter. Und jetzt kann ich den Kürbis ganz einfach vorsichtig hier runterschälen. Wenn ihr Hokkaido-Kürbis benutzt, könnt ihr die Schale einfach dran lassen. So, die Kerne sind hier in dem runderen Teil des Kürbis. Den halbiere ich mir. Und jetzt kann ich das ganz einfach mit dem Löffel herauslesen, rauskratzen. Den Kürbis schneiden wir in relativ grobe Stücke. Einfach deswegen, wir wollen nicht, dass der uns zu schnell gar wird. So, dann packen wir den erstmal auf die Seite. Die Zwiebel, die schneiden wir in feine Streifen. Knoblauch, dann nehmen wir den Keim raus und schneiden den auch grob klein. Und die Tomate natürlich waschen, den Strunk rausnehmen und dann ebenfalls in kleine Würfel schneiden. So, den Ingwer, den schälen wir uns ein bisschen. Ich mache das am liebsten mit einem kleinen Messer, manche machen es auch mit einem Löffel.
Man kann es auch mit einem Sparschäler machen, aber auch eben nur an glatten Stellen. So, und bevor wir uns jetzt gleich an das Curry machen, ein kleiner Hinweis: Mit dem Code THOMASKOCHTREIS bekommt ihr dieses Paket Finde dein Lieblingsreisset gratis mit dazu ab einem Bestellwert von 15 Euro. Und hier sind ganz viele verschiedene Sorten drin. Wildreismix, 8 verschiedene Sorten, Klebreis, Basmati, Linsen, Quinoa Mix. Und da könnt ihr euch einfach mal durchprobieren. Schöne Sache, finde ich. Was wir auch noch tun müssen, bevor wir loslegen, ist die Linsen zu waschen. Genau wie den Reis, mit kaltem Wasser, bis das Wasser im Prinzip klar ist. Und dann können wir wirklich loslegen. Als erstes gebe ich mal hier meine trockenen, oder meine ganzen Gewürze besser gesagt, kurz in die heiße Pfanne und röste die ein klein wenig komplett ohne Öl an, bis das Aroma wirklich rauskommt. So, wenn euch die Gewürze schon in die Nase steigen, dann geben wir unser Öl dazu. Ich nehme jetzt hier in dem Fall ganz normales Pflanzenöl. Ihr könntet aber auch ein Kokosöl ganz einfach nehmen. So, dann gebe ich die Zwiebeln gleich mit dazu. Zwiebeln und Knoblauch. Und das schwitzen wir jetzt erstmal für ein paar Minütchen an. Wenn unsere Zwiebeln schon ein bisschen glasig sind, dann gebe ich auch mein Ingwer dazu. Meine Gewürze. So, dann gleich die frischen Tomaten hinterher. Tomatenkonzentrat oder Mark, wie auch immer ihr das nennen möchtet. So, dann kommt Kürbis dazu. Unsere Linsen. Die Bohnen. So, und dann löschen wir das gleich ein bisschen ab mit Brühe. Und die Kokosmilch drauf. Das duftet wirklich schon himmlisch. So, würzen mit Salz. Ja, nicht zu geizig. Immer abschmecken. Versalzt es bitte nicht. Aber auch nicht zu wenig. Pfeffer aus der Mühle. So, und dann geben wir Deckel drauf. Lassen es abgedeckt. Leicht köcheln, wenn es einmal aufgekocht ist, Hitze runter, leicht köcheln, etwa 10 bis 15 Minuten, länger dauert das nicht. Mein Curry hat jetzt 15 Minuten gekocht und ich kann euch sagen, es duftet einfach nur genial. Oh, schaut euch das an. So, das ist jetzt auf jeden Fall schon fertig. Mmh, lecker. So, ganz zum Schluss, den Zimt, den kann ich jetzt schon rausnehmen. Ganz zum Schluss gebe ich meinen Koriander dazu. Den habe ich grob gehackt mit Stielen. Einfach rein. Wie gesagt, solltet ihr zu der Ich mag kein Koriander-Fraktion gehören, lasst ihn einfach raus. Wenn ihr mehrere Gäste habt, könnt ihr ihn auch in einer Schale extra servieren. So, und ganz zum Schluss ein bisschen Limettensaft. Ich nehme hier so eine halbe Limette. Einfach reinpressen. Und schon ist unser leckeres Curry fertig. Und ich sage euch, ihr müsst das wirklich nachkochen, denn ich kann euch zwar beschreiben, wie lecker das ist, aber wirklich verstehen werdet ihr das erst dann, wenn ihr es probiert. Jetzt geht es ans Anrichten. Mein Reis ist fertig und ist traumhaft geworden. So, ich gebe mir den jetzt auf den Teller. So, darauf gebe ich jetzt dieses wunderschöne Curry. Es hat so eine geniale Farbe. Oh Gott. Die Kardamomkapseln, die könnt ihr beim Essen rauslesen. Einfach ein kleines bisschen aufpassen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr sie mit isst. So, dann könnt ihr noch eine kleine Limette extra geben. Ein bisschen Koriander als Deko. Und schon dieses traumhafte Curry fertig.
Das ist einfach die perfekte Kombination von Gewürzen. Dann noch die Säure von der Limette. Das gibt die Frische mit dem Koriander. Ein wunderschönes Gericht. Ups, hier habe ich jetzt, glaube ich, eine Nelke drin. Das ist wirklich ein Essen, was verdammt viel Spaß macht. Das ist wirklich einfach, es ist lecker und ihr solltet es unbedingt nachkochen. So, und das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu bei mir seid und schaut auch gerne mal bei Facebook und Instagram vorbei. Und ich hoffe, ich sehe euch hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann, viel Spaß. Ciao, ciao.